Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Folienballon mit Luft aufblasen und somit dann auch ohne Helium richtig befüllen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Hierzu brauchen wir einen ganz einfachen Strohhalm, der oftmals beim Kauf von so einem Folienballon auch schon dabei ist, und den müssen wir jetzt in die entsprechende Öffnung von dem Ballon hineingeben. Bei mir ist das Ganze auch noch rot gekennzeichnet, weswegen ich einmal schaue, dass ich den Strohhalm unter dieser Plastikfolie hindurchgebe, dann eventuell noch etwas drehen, wenn es schwerer gehen sollte, und wir können auch schon aufpusten. Falls jetzt übrigens Luft entgegenkommt, dann ist es meistens das Problem, dass der Strohhalm noch nicht weit genug drinnen ist, und falls es dann aber immer noch nicht klappen sollte, dann benötigen wir doch einmal noch einen etwas längeren Strohhalm. Wenn genug Luft in unserem Luftballon drinnen ist, dann ganz einfach mal mit der einen Hand den Luftballon festhalten, und mit der anderen können wir nämlich den Strohhalm auch schon ganz einfach herausziehen. Hierbei müssen wir übrigens nicht darauf achten, dass wir jetzt irgendwie das Ventil noch verschließen müssen, denn das wird automatisch geschehen, denn die Luft kann nur in den Luftballon rein, aber automatisch nicht mehr durch das Ventil nach draußen. Und somit haben wir jetzt auch schon so einen Folienballon richtig mit Luft aufgepustet. Wenn du dir für zu Hause verschiedenste Folienballons oder natürlich auch so eine Helium-Gasflasche zulegen möchtest, dass diese auch fliegen können, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.